Wer das nicht weiß, der hat den Fußball wirklich nie geliebt. Servus Fußballfreunde, wir erraten heute Spieler an Emojis und ich hätte gesagt, wir starten einfach direkt rein in das Video, damit wir gleich mal losraten können. Gut, das erste, das einfach. Also ich weiß es zumindest, das ist Kylian Mbappé, Ninja Turtle aus Frankreich, das kann nur Kylian Mbappé sein. Guter Start, Freunde. Ich lasse euch natürlich immer die Zeit zum Schluss, damit ihr mitraten könnt. Ich sage es erst ganz zum Schluss, wenn ich es schon vorher weiß. Der König von England. Harry, weil Prinz Harry Kane? Harry Kane? Aber warum? Vielleicht, weil... Keine Ahnung. Aha. Tarzan aus Uruguay. Ja, gut, okay. Edinson Cavani. Muss Edinson Cavani sein. Von der Frisur. Ja, logisch. Ohne Spaß. Sehen sich wirklich ein bisschen ähnlich. Also sehen sich ähnlich. Das lässt sich nicht abstreiten, Edinson Cavani. Clinical. Das Piercing dazu und der Emoji. Mit dem grünen Irokesen. Slowakei. Es handelt sich natürlich um natürlich um Marek Hamšík. Ja, könnte man natürlich Vidal oder Nainggolan, aber mit der Flagge Marek Hamšík. Wild der Kerl. Guckt euch das mal an. Voll tätowiert da, die Frisur. Also. Ganz, 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 ganz weirder Kerl. Oh. Samba. Neymar. Weil ja der Straßenfußballer schlechthin ist. Ja klar, der Mann aus den Favelas von, keine Ahnung, Santos, nicht Rio, oder? Ich weiß nicht. Roboter. Achso, Rob. Rob vielleicht für Robert. Also Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Muss Robert Lewandowski. Yeah! Der Robo-Robert. So will er auch sicher genannt werden. Robo-Robert. Tiger aus Kolumbien. Der Tiger von Kolumbien. James Rodriguez? Aber ich wüsste nicht, warum. Ich sag James Rodriguez, aber ich weiß es nicht. Falcao. El Tigre, natürlich. El Tigre. Oder ist doch der Spitzname von Falcao. Ja. Ah, habe ich kurz überlegt, aber hätte ich sofort wieder verworfen. Was? Gefängnis und Frankreich. Mondi. Ferland Mendy, oder? Der von... Oder? Der Mendy von Ferland heißt er, oder? Ferland ist der von Real. Benjamin ist der von Man City. Ah, das ist... Ja, die verwechsel ich natürlich. Das ist nicht so gut. Also wenn dir... Kurzer Stopp. Wer das nicht weiß... Der hat den Fußball wirklich nie geliebt. Natürlich kann es nur einer sein. Guido Burgstaller. Nee, Spaß. Zlatan Ibrahimovic natürlich, Freunde. Guckt ihn euch an. Ja genau, Zlatan. Ich mache euch alle sowas von K.O. mit schwarzen Gürtel in jeden. Erstmal Deppen darauf. Ja, ist das noch in? Keine Ahnung. Aber das ist Paul Pogba. Ja, Kalmer, Freunde. Ja, im Frankreich-Trikot, da läuft es ja bei ihm, im Gegensatz zu Man United. Da ist nicht so gut immer so. Spaghetti, Argentinien, Angel Di Maria. Oh mein Gott, keine Ahnung. Higuain vielleicht, weil der so dick ist. Higuain. Es war Di Maria, es war Angel Di Maria. Aber warum mit den Nudeln? Hä? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist sein Spitzname El Nudlo oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Digga. Wer könnte das sein? Stichwort EM 2020, CR7 natürlich. Der sich da mit Coca-Cola angelegt hat. So nicht. So nicht, Minjong. Rote Haare und aus Belgien. Das ist... Der letztens im Spiel, ich nehme das Video gerade Ende Mai, Mitte Mai auf, der 4 Tore in einem Spiel geschossen hat, Kevin De Bruyne natürlich. The man himself, der beste Mittelfeldspieler der Welt zurzeit.
Oh, König der Türkei. Oder Rolex. Gefälschte Rolex aus der Türkei. Burak Yilmaz. Burak Yilmaz, der König der Türkei. Natürlich. Der Schalke-Trainer Christian Groß hätte wahrscheinlich gesagt, Kahn Erdogan, ja, war, meine Güte. Berge und, Berge und England? Becke, boah, Berg, Berke, boah. Harry Maguire, keine Ahnung. Mount! Mason Mount! Mount Everest! Der Berg! Mann! Aber das sah halt... Da gehört noch Schnee rauf, Jungs. Ja, da kannst du klatschen, wenn du das errätst. Das war nicht leicht. Da gibt's... Welcher Spieler kommt denn aus Norwegen und sieht so Martin Ødegaard aus? Nein, natürlich. Der Erling aus... Der Erling aus Haaland. Der Erling Haaland aus Norwegen. Erling... Stein und Portugal. Stein. Pepe. Ruben Dias. Hätte ich nicht. Ah, der Felsen der Brandung. Ah, vielleicht, ne? Niederlande und Ohren zuhalten. Arjen Robben? Arjen Robben? Memphis, Mann, das war eigentlich ja leicht, aber ich wollte nicht überlegen. Natürlich, Depay. Ah, da kann ich nicht... Achso, ich habe Kopfhörer drin. Da kann ich nicht hinhören. So viel Dummheit. Ein lecker Burger. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Mit Eden Hazard gemeinsam und danach noch ein paar Kekse naschen. Natürlich, der dicke Eden. Der dicke Eden... sitzt in meinem Boot. Du, 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 du. Calf, also Wade. Die englische Wade. Calf. Calvert-Levin. Philipp Calvert-Levin. Wer ist, wenn das jetzt die Ding ist, dann... Jack Reeves. Ach so, weil er keine Stutzen anhat. Ich denke da schon wieder über sechs Ecken und... meine... Ja, okay. Gut. Ist aber nicht leicht. Ach. Die Ziege aus Argentinien. Oh, das guckt euch mal die Ziege an, wie süß die ist. Guckt euch mal die süße Ziege da an. Voll cute. Voll cute. Lionel Messi natürlich, der Gott. Ja, mit einem Ballon d'Or. Aber das ist auch das Mindeste, dass du dem den Ballon d'Or da auf dem Foto. Aha. Ein Stier, ein Ochs. Vielleicht Romelu Lukaku, weil er so stark ist. Gut geraten. Let's go. Ah, wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Wie heißt der Charakter nochmal? Ich weiß es nicht. Harry Maguire, ich weiß es nicht. Arnold, ja, Arnold. Arnold, Mann. Trent Alexander-Arnold, natürlich. Ah, das war Lost. Leon Goretzka? Oder Manuel Neuer? Manuel Neuer wahrscheinlich. Ah ja, mit den verschiedenen, mit mehreren Händen. Nicht mit starken Händen. Ich hab's noch rechtzeitig umgeswitcht. Wollte ich nur sagen. Easy. Golf, Wales, Madrid in Dead Order. Gareth Bale natürlich. Nicht mehr lang bei Real Madrid. Diamond und Argentinien, das wird er hier sein. Paulo Dybala. Diamond Hands. Guck mal. Bin gespannt, wo der nach der Saison landet. So, die letzten paar. Jetzt nochmal ordentlich durchziehen. Wir haben keins mehr falsch heute. Mo Salah, der Pharao aus Ägypten. Jawollek. Easy peasy. Und jetzt noch die letzten drei. Captain America, America, Pulisic, Christian Pulisic, Pulisic, keine Ahnung, ja Mann. Genau so schreie ich auf, wenn ich es richtig habe. Ja!
Die Giraffe von Belgien. Thibaut Courtois mit seinen 1,99 Meter vermutlich. Thibaut Courtois, natürlich. Und der letzte. Ne, doch noch nicht der letzte. Doch, der letzte. 007. James Bond, also James James Rodriguez, Kolumbien. Easy peasy. Easy peasy, wir haben es doch, Freunde. Zumindest nicht komplett blamiert. Ja, war ganz in Ordnung. Einige waren aber wirklich dabei, wo ich dachte, alter Schwede, sind die schwer. Aber bei einigen, wie bei Depay, gut, die hätte ich auch wissen können. Schreibt mir gerne euer Ergebnis in die Kommentare, wie viele ihr von den 30 richtig hattet. Ich glaube, bei mir waren es ja 25. Und auf was ich als nächstes reagieren soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.